Leute, kennt ihr das? Ihr seid so wie ich und wie es sich natürlich gehört, im Club der echten Friteusen, ja? Also nicht diese Heißluftdinger, das braucht man nicht. Wir wollen Friteusen mit echtem Öl, mit echtem Fett und damit mit echtem Geschmack. Das Problem ist aber, wenn man oft frittiert, dann wird das Öl bzw. das Fett sehr schnell dreckig. Und das ist blöd, weil man es natürlich oft wechseln muss, ja, was eine Arbeit ist. Und es geht natürlich ins Geld. Aber ich habe jetzt hier eine Lösung für euch, nämlich die Tefal Oleo Clean Pro. Denn diese Friteuse filtert für euch das Öl und damit könnt ihr das Öl sehr, sehr oft wiederverwenden. Und ob das was taugt und was diese Friteuse noch drauf hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Wie immer hier bei PureDroid legen wir erstmal los mit der Ausstattung und den Funktionen der Tefal Oleo Clean Pro. Ich habe hier das Modell FR8040 getestet, also FR8040, allgemein bekannt als Oleo Clean Pro. Und das ist laut Tefal eine semi-professionelle Friteuse. Ja? Also das ist schon was bisschen Besseres, nicht diese 20, 30 Euro China-Dinger von Amazon. Und wie schon in der Einleitung gesagt, das Hauptfeature oder das Besondere an dieser Friteuse ist eben, dass sie automatisch das Öl ablassen und filtern kann. Und so kann das Öl laut Tefal bis zu 8 Mal wiederverwendet werden, ja, weil ihr natürlich immer wieder das Öl filtert, wieder reingießt, filtert und die ganzen Schmutzpartikel werden immer herausgefiltert. Das Fassungsvermögen der Oleo Clean Pro beträgt 3,5 Liter, ja, und das reicht für bis zu 1,2 Kilogramm Lebensmittel. Und dass das stimmt, kann ich auch bestätigen, werdet ihr natürlich gleich im weiteren Verlauf des Videos sehen. Die Temperatur könnt ihr hier regeln über diesen Drehregler im Bereich von 150 bis 190 Grad Celsius. Reicht also für alle Gerichte, für alles, was man so frittieren kann oder frittieren möchte, völlig aus. Die Oleo Clean Pro hat auch einen digitalen Timer, ja, den findet man links neben dem Temperaturregler. Und damit könnt ihr dann quasi einfach einstellen, eine Anzahl an Minuten, zum Beispiel wenn ihr Pommes macht und die sollen nach 8 Minuten fertig sein, dann stellt ihr hier einfach 8 ein. Ja, also ihr drückt einfach so lange, bis ihr dann eine 8 seht, wartet irgendwie 2-3 Sekunden und dann fängt das an zu blinken und die Zeit läuft runter bis die 8 Minuten rum sind und dann piept die Friteuse. Das ist nicht super laut, aber das reicht völlig aus. Ist auf jeden Fall eine coole Ergänzung dieser Timer zum Smartphone oder zu so einem Küchentimer, den man sonst benutzt. Ja, also ich muss aber auch sagen, ich nutze das Ding nicht, weil es mir einfach zu leise ist und das Display ist mir einfach zu klein. Ich nutze dann lieber hier so einen Küchentimer, aber ich finde, viele werden das nutzen und viele finden das cool, dass eine Friteuse schon einen Timer integriert hat. Wichtig ist natürlich bei einer Friteuse, finde ich, dass alle Teile zerlegbar sind und dass man alle oder fast alle Teile in der Spülmaschine reinigen will, denn es ist super nervig, die ganzen Teile einzeln irgendwie in der Spüle reinigen zu müssen mit einem Schwamm oder mit einem Lappen. Und das ist hier möglich, bis auf das Heizelement könnt ihr hier alles in die Spülmaschine schmeißen und alles in der Spülmaschine sauber machen. Habe ich jetzt, ich teste die Friteuse jetzt schon über ein Vierteljahr, habe ich jetzt bestimmt schon 5-6 Mal gemacht. Alles funktioniert bisher, es gibt keinen Rost, also das klappt wunderbar. Toll bei dieser Friteuse ist auch die Ersatzteilversorgung und das zeigt also schon, dass wir hier im semi-professionellen Bereich sind, wie Tefal das bei dieser Friteuse sagt, denn ihr könnt hier fast alle Ersatzteile bei Tefal nachkaufen, ja, den Ölbehälter, den Deckel für den Ölbehälter, den Griff könnt ihr nachkaufen, den Frittierkorb hier drin, die Dichtung und so weiter. Also ihr könnt hier wirklich sehr, sehr viele Teile nachkaufen, wenn was kaputt ist, und das ist gut, weil so könnt ihr die Friteuse wirklich sehr, sehr lange nutzen. Und Tefal gibt eine 15-jährige Reparatur Garantie, ja, also eine 15-jährige Reparierbarkeit. Das heißt, dass die so lange euch mit Ersatzteilen versorgen und dadurch ist das hier quasi eine Friteuse für fast die Ewigkeit, ja, weil die wirklich sehr lange halten wird vermutlich. Ja, man bekommt ja auch 2 Jahre Garantie vom Hersteller und weil wenn was defekt ist oder wenn irgendwie was euch hier ja, nicht mehr so schön aussehen und ihr wollt das austauschen, könnt ihr 15 Jahre lang die Teile nachkaufen. So, und jetzt schauen wir uns mal die Oleo Clean Pro im Detail an. Ja, also wie ist das Design, wie ist die Verarbeitung? Erstmal muss ich sagen, als ich die ausgepackt habe, habe ich festgestellt, boah, die ist doch größer als gedacht. Ihr seht das hier schon, das ist schwer so zu sehen, vielleicht im Video so im Vergleich zu mir könnt ihr so ein bisschen einschätzen, aber ich muss sagen, die ist größer als gedacht und das liegt an diesem Öltank, der hier unten drin ist, wo ihr das Öl eben ablassen könnt. Das zeige ich euch natürlich gleich. Und die baut dadurch sehr, sehr
hoch. Insgesamt ist es aber so, dass die Oleo Clean Pro sehr, sehr hochwertig wirkt. Ja, wie bei vielen Fritteusen wird hier natürlich Edelstahl eingesetzt, aber man sieht hier schon, dass das hochwertiger ist. Ja, das Edelstahl macht wirklich einen guten Eindruck. Die Kunststoffe, die verbaut sind, die knarzen auch nicht. Also alles wirkt aus einem Guss, alles wirkt hier hochwertig. Schön finde ich hier auch dieses große Sichtfenster. Ja, ihr könnt also jederzeit sehen, wie es mit dem Frittiergut aussieht. Man kann natürlich auch den Deckel abnehmen und reingucken, aber wenn man da frisch gerade was reingemacht hat und da noch viel Dampf rauskommt, ja, wenn es TK-Ware ist, dann ist das Sichtfenster auf jeden Fall sehr praktisch, was, finde ich, schon größer ist als bei anderen Fritteusen. Im Inneren findet ihr auch eine Minimal- und Maximal-Skala für das Öl. Ja, also ihr könnt jederzeit sehen, ob ihr vielleicht Öl nachgießen müsst. Das habe ich jetzt so regelmäßig gemacht. Wenn es ein bisschen zu wenig wurde, habe ich immer bis auf die Max-Skala aufgefüllt. Und ihr solltet auf jeden Fall auch beachten, diese Max-Markierung, dass ihr nicht mehr Öl als die Maximalmarkierung einfüllt. Denn ihr müsst natürlich bedenken, wenn ihr zu viel Öl da drin habt und dann diese Ölfiltration benutzt, die ich euch gleich zeigen werde, dann passt das hier natürlich nicht in diesen Ölbehälter rein. Ja? Ich hole den mal raus. Ja, denn dieser Ölbehälter hat natürlich eine bestimmte Menge an Öl, die er fassen kann. Und das ist natürlich abgestimmt an das Volumen hier in diesem Behälter, wo das Frittiergut ja dann reinkommt. Ne? Also immer die Max-Skala beachten, füllt nicht mehr Öl oder Öl ein, als diese Max-Skala euch anzeigt. Den Korb könnt ihr hier super einfach einhängen. Ja, also da gibt es so eine Arretierung im Ölbehälter. Dann könnt ihr dann einfach wunderbar den Korb hochnehmen, einhängen und dann kann das Ganze abtropfen, bevor ihr dann zum Beispiel die Pommes in der Schüssel reinmacht und die Pommes dann würzt. Den Display mit Timer habe ich euch ja eben schon mal gezeigt. Das ist auf jeden Fall cool, dass es das gibt. Wie gesagt, ich nutze es jetzt nicht so. Und es gibt natürlich, wie bei eigentlich allen Fritteusen, und das ist wichtig, ist eine LED, ja, die euch anzeigt, wann die Fritteuse arbeitet. Also das ist natürlich am wichtigsten beim Einschalten, beim ersten Einschalten, damit man weiß, wann ist das Öl auf Temperatur. Ja? Das ist also so, wenn die Fritteuse bzw. die LED aufhört zu leuchten, dann heißt das, das Öl ist auf Temperatur und ihr könnt dann die Chicken Nuggets, die Chicken Wings, die Pommes oder was ihr eben frittieren wollt, könnt ihr dann einfüllen. Selten bei Fritteusen, aber sehr, sehr praktisch finde ich, und das finde ich cool, dass es hier bei der Oleo Clean Pro gibt, ist ein Ausschalter. Ja, ihr habt hier an der Seite einen Ausschalter, also ihr könnt 0 oder 1 wählen und so könnt ihr wunderbar direkt am Gerät die Fritteuse ein- oder ausschalten. An den Seiten der Fritteuse sind natürlich auch Tragegriffe befestigt, denn ihr wollt die Fritteuse ja auch wieder wegtragen, ja, wenn ihr diese benutzt habt, auf dem Balkon oder wo man das eben so lagert. Jeder lagert die ja woanders. Und diese Griffe sind sehr, sehr stabil, muss ich sagen. Und ganz wichtig natürlich, die bleiben auch kalt. Ja, also wenn ihr hier gerade frisch frittiert habt und das Fett hat zum Beispiel oder das Öl hat noch eine Temperatur von 170 Grad, die sind kalt. Ja, dann müsst ihr euch keinen Kopf machen. Die sind hier aus Kunststoff und knarzen nicht und sind sehr, sehr fest. Also da muss man auch keine Angst haben, dass einem da jetzt die Fritteuse abschmiert. Die Oleo Clean Pro hat natürlich auch Standfüße, ja, 4 Stück an der Zahl. Die machen auch einen guten Eindruck und sorgen auch für einen sicheren Stand. Und ebenfalls einen guten Eindruck, beziehungsweise für meinen Geschmack einen sehr, sehr guten Eindruck, macht hier dieser Regler. Der hat wirklich eine sehr, sehr gute Qualität und der rastet auch schön fest ein. Denn ihr habt hier 3 Positionen. Ja, einmal Oilbox. Wenn ihr auf Oilbox stellt, dann könnt ihr die rausnehmen, ja, diesen Ölbehälter. Wenn ihr auf Fry stellt, also auf Frittieren, dann ist es eben die Einstellung, wo ihr dann frittiert. Und wenn ihr das Öl filtrieren, also filtern wollt, stellt ihr hier auf Automatic Oil Filtration und dann öffnet sich da im Inneren dieses Ventil und das Öl wird langsam abgelassen, zeige ich euch natürlich gleich. Hey, wenn dir das Video gefällt, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Damit hilfst du mir und bekommst dafür regelmäßig den besten Content zu allen möglichen Technikthemen. Aber jetzt geht's weiter mit dem aktuellen Video. Viel Spaß! Und jetzt können wir doch endlich mal was frittieren, ja? Ich habe hier zum Test unter anderem Pommes gemacht und da habe ich die Temperatur auf 170 Grad eingestellt und ich habe natürlich gemessen, wie lange dauert es, bis die Fritteuse von kalt, also von ca. 20 Grad Raumtemperatur, bis 170 Grad braucht und das sind ca. 7 Minuten. Ja, und ich finde 7 Minuten für 170 Grad Öl ist eine auf jeden Fall gute Leistung, also die Oleo Clean Pro hat auf jeden Fall auch genug Power. Und wie gesagt, wir haben hier ein Volumen von 3,5 Liter und es passen bis zu 1,2 Kilogramm Lebensmittel rein, laut
Tefal. Und das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, da passen auch locker 1 Kilogramm Pommes hinein. In dem Video, was ich jetzt einspiele, habe ich 650 Gramm Pommes verwendet, weil ich es nicht mehr hatte. Aber ihr könnt euch da, denke ich, einen guten Eindruck machen, dass da wirklich auch 1 Kilo bis 1,2 Kilo hineinpassen, weil der Frittierkorb wirklich riesig ist. Ja, also da passt eine große Menge an Frittiergut hinein. Ich habe auch eine ganze Packung Chicken Nuggets frittiert, ja, also 500 Gramm, diese typischen Packungen, die man in der TK kaufen kann, im Supermarkt oder im Discounter, das passt auch ohne Probleme. Und genau so ist es auch mit Chicken Wings, ja, diese typischen Beutel, 750 Gramm Chicken Wings. Jetzt hier bei mir sind 750 Gramm Drumsticks, aber Chicken Wings sind ja ein bisschen kleiner, ja, die verteilen sich noch besser im Frittierkorb und die kann man hier auch problemlos frittieren. Also Platz ist wirklich genug vorhanden. Was die Geruchsbelästigung angeht, ja, also hier ist ja so ein Filter verbaut. Da muss ich sagen, dass der Filter ist jetzt nicht besser oder schlechter als bei anderen Fritteusen, als bei günstigeren Fritteusen, ja. Also, jo, das ist jetzt hier, wie Tefal es sagt, eine semi-professionelle Fritteuse, aber der Filter ist jetzt hier nicht super gut, ja. Das ist ein ganz normaler Filter, da kommt natürlich Dampf raus. Ihr müsst am besten, stellt ihr die unter eine Abzugshaube auf oder draußen natürlich. Ist ein guter Filter, aber kein besonders guter Filter, der da irgendwie heraus scheint. Und wenn ihr dann mit dem Frittieren fertig seid, könnt ihr dann problemlos die Pommes einhaken oder das Fleisch oder was ihr eben frittiert und abtropfen lassen. Das funktioniert auch gut. Diese Einhängvorrichtung hier in der Oleo Clean Pro funktioniert wunderbar. So, und jetzt haben wir frittiert und jetzt, ja, nach paar Mal, bei mir ist es so nach 4-5 Mal frittieren, stelle ich dann fest, besonders wenn ich viel Paniertes frittiert habe, ja, das kennt ihr ja von zu Hause auch, sobald man Paniertes frittiert, wird das Öl sehr, sehr schmutzig. Ja, und dann kann man das hier einfach filtern und das ist ja das Coole an der Oleo Clean Pro, ihr könnt das Öl filtern. Und um das zu machen, müsst ihr einfach den Hebel auf Automatic Oil Filtration drehen und ja, dann wird das ganze Öl gefiltert und ich habe das natürlich auch gemessen, wie lange dauert das, ja, vom Behälter, der auf Max gefüllt ist mit Öl, ja, also die maximale Menge an Öl, bis das alles abgelaufen ist und gefiltert ist und hier unten im Tank ist, das dauert 20 Minuten, also so circa 20 Minuten. Dafür, dass das Öl danach wirklich sehr, sehr sauber ist, sind 20 Minuten eine Top-Zeit, finde ich. Im Ölbehälter verbleibt eine kleine Menge Öl, also ihr könnt euch da noch so ein bisschen helfen, indem ihr hier hinten noch was, ein Buch hinstellt und die Oleo Clean Pro so ein bisschen anwinkelt, damit ihr noch ein bisschen mehr rausholen könnt, irgendwie noch 10, 20 Milliliter, aber ja, mache ich jetzt nicht. Ihr solltet nur wissen, so ein bisschen Öl bleibt auf jeden Fall da drin. 100% alles kann man jetzt hier nicht filtern und ablassen. Ja, und danach wollt ihr natürlich alles sauber machen, beziehungsweise alles in der Spülmaschine waschen. Und dann stellt ihr einfach den Hebel auf Oilbox, ja, und nimmt einfach den Ölbehälter hinaus. Und alles andere, bis auf das Heizelement, könnt ihr in die Spülmaschine legen. Und was mich bei der Oleo Clean Pro wirklich überrascht hat, ist, wie gut das Filtrieren funktioniert. Also wie sauber das Öl ist, was dann hier in dem Ölbehälter landet. Und was ihr natürlich nach dem Reinigen der Teile wieder hier eingießt in den Ölbehälter. Also es ist wirklich sehr, sehr sauber und das hat mich total überrascht. Der Ölbehälter ist so konzipiert, dass er, ihr könnt ihn komplett aufmachen. Ja, da ist so ein Kunststoffdeckel wie bei so einer Tupperdose. Ihr könnt ihn komplett aufmachen, um ihn auch zum Beispiel zu reinigen in der Spülmaschine. Oder ihr habt dann noch so einen Staubverschluss und den müsst ihr eben aufdrehen. Und dann, wenn ihr den Staubverschluss aufgemacht habt, könnt ihr dann den Behälter schräg halten und das ganze Öl in den großen Ölbehälter hier wieder hineinfüllen. Kommen wir jetzt zum Testfazit des Oleo Clean Pro Tests von Tefal. Also ich finde, für 110 Euro ist es eine super Fritteuse. Also ich finde, 110 Euro ist ein fairer Preis für das, was man hier bekommt. Denn die Fritteuse ist wirklich sehr, sehr hochwertig, ist top verarbeitet, viel Edelstahl. Die Knöpfe lassen sich wunderbar drehen, sehr, sehr satt. Die Kunststoffe sind gut verarbeitet. Also insgesamt eine wirklich hochwertige Fritteuse mit sehr, sehr viel Volumen. Ja, also 3,5 Liter und bis zu 1,2 Kilogramm. Lebensmittel, die man hier frittieren kann. Also das ist schon auch eine große Fritteuse. Und plus, wie gesagt, die gute Verarbeitung sind 110 Euro, ein absolut fairer Preis. Das Frittieren klappt einfach und schnell, das Vorheizen geht gut. Und was halt vor allem super, super toll ist bei dieser Fritteuse, ist eben diese
Ölfiltration, ja. Ihr könnt hier das Öl filtrieren, ja. Und diese Ölfiltrierung oder Ölfiltration klappt wunderbar. Das Öl, was danach hier unten landet und ihr dann wieder hier eingießt, ist wirklich sauber. Und ihr könnt hier laut Tefal das Öl bis zu 8-mal wiederverwenden nach dem Filtrieren. Und ich muss sagen, so ist es bei mir auch. Ich teste die jetzt seit über 3 Monaten und ich habe das Öl noch kein einziges Mal gewechselt und ich habe es bestimmt jetzt schon 5-6 Mal filtriert. Ich gieße halt immer mal wieder was nachher, damit das immer auf der Max-Skala ist und das funktioniert wunderbar und das Öl ist top. Ja, also dieses 8 bis zu 8 Mal filtern und wieder benutzen, ja, das kann man auf jeden Fall machen, da kann ich bestätigen, dass das funktioniert. Insgesamt kann ich sagen, die Oleo Clean Pro von Tefal ist eine absolute Empfehlung, wenn man nicht auf Heißluftfritteusen steht. Wenn man wie ich im Club der echten Friteusen ist, der Friteusen, die einen dick machen, aber wo das Zeug, was man da drin frittiert, absolut geil schmeckt. Und bevor ich euch entlasse, ja, aus diesem Video, will ich euch noch einen Nachteil hier sagen an dieser Friteuse. Und das ist das Kabel, ja. Das Kabel ist nicht besonders lang. Ja, ihr seht es schon, das ist ein bisschen mehr als ein halber Meter, vielleicht 80 cm. Okay, das ist vielleicht auch ein Nachteil, aber was ich ein bisschen doof finde, obwohl wir hier im semi-professionellen Bereich sind und 110 Euro, also jetzt auch nicht eine super günstige Friteuse, ist, dass es hier keine Kabelaufwicklung gibt. Also ihr habt das Kabel hier immer so ein bisschen am Rumfliegen. Wenn ihr die wegtragen wollt, dann leg ich das so meistens hier hin und halte das dann so noch mit den Griffen fest, damit das nicht so rumschlackert. Ja, also da würde ich sagen, Tefal beim nächsten Mal bei der Oleo Clean Pro 2 oder wie die sich nennen wird, macht da noch eine Kabelaufwicklung rein. Da würde ich sogar 10 Euro mehr dafür bezahlen. Ansonsten war es das mit diesem Test. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich beantworte natürlich immer gerne alle Fragen oder natürlich die Community. Gibt bestimmt auch Leute, die auch so eine Friteuse haben und die euch helfen können. Und ja, liked das Video, abonniert den Kanal, wenn euch der Kanal gefällt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Adam. Ciao.